Hallo, hallo und willkommen bei der neuen Runde von For Honor. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Alex und wir legen auch gleich los. Letztes Mal haben wir den Wikinger im fortgeschrittenen Modus ausprobiert. Heute probieren wir den Samurai-Kämpfer im fortgeschrittenen Modus aus. Und ich bin gespannt, was er anders da macht als der Wikinger. Bezüglich zum Beispiel seiner Rache, bezüglich Verteidigung. Also da bin ich schon mal gespannt. Und es ist so ein Mittelding zwischen scheinbar Wikinger und Soldat. Das werde ich jetzt nochmal ein bisschen genauer studieren. Und da bin ich echt gespannt, was uns da jetzt erwarten wird. Und wie lange wir mit dem zum Beispiel jetzt durchhalten werden. Da bin ich äußerst gespannt. So, dann geht's auch schon los. So, da ist er. Wir sollen wieder mal die Deckung durchbrechen. Sprich, wenn er ansetzt anzugreifen, durchbrechen wir seine Deckung. Genau, dann probier's mal, mein Freund. Oh, das war nix. Komm schon. Ah. Jetzt greif halt richtig an. Jetzt. So, komm her, mein Freund. Irgendwie hat der Schiss von mir. So, komm her, komm her. Einmal noch. Also irgendwie ist der nicht so... Da hat es mit dem Wikinger irgendwie besser, einfacher. Jetzt. Das probiere ich jetzt noch ein bisschen aus. Jetzt. Jetzt habe ich es drin. Das ist immer, wenn er dann so rot aufleuchtet, dann muss ich drücken, aber irgendwie... Irgendwie klappt es nicht. Jetzt. Jetzt. Ah, jetzt hab ich's. Ah, okay. Jetzt hat er mich. So, jetzt hasse ich dich. Zack. 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 Okay. Aha, okay. Ich verstehe. Bei dem ist ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich mich täusche, aber bei dem ist es jetzt ein bisschen anders, da habe ich das Gefühl. Aber auch sehr interessant. Aha, also der... Aber es geht. So, jetzt müssen wir parieren. Sprich, wenn das Symbol aufblinkt, müssen wir parieren. Ah, das war zu früh. Zu früh. Ah. Ah. Jetzt habe ich ihn gleich aus Versehen getötet. Jetzt habe ich ihn. Oh, jetzt habe ich ihn getötet. Hoppla. Entschuldigung. Das ist der nächste. Der ist anders da irgendwie. Ich weiß nicht. Okay. Also das verhält sich jetzt echt irgendwie anders als der Wikinger. Weil der Wikinger war so schwer langsam. Und der hier ist halt jetzt doch ein ganzes Stück schneller. Das ist einfach vom Verhalten her irgendwie dann doch anders. Also so die Grundsachen waren ja alle ziemlich gleich. Aber das ist jetzt doch... Also ich weiß nicht, ob ich mich täusche, aber das fühlt sich echt anders da. So, jetzt haben wir natürlich... Jetzt haben wir zwei Gegner. Wir können, während wir den einen aufgeschaltet haben, den anderen trotzdem noch abwehren. Seine Angriffe. Und das funktioniert so, wenn wir in der Nähe sind... Greift er an und wir müssen einfach hier so in die rechte Deckungshaltung gehen. Sprich, er greift an, dann hier kommt der rechte. Das ist jetzt natürlich schön einfach gemacht. Aber so können wir auch andere dann abwehren. Also sehr cool. Oh, falscher Moment weggegangen. So, dann machen wir die nächsten. Also eine sehr interessante Art. Also das war jetzt ziemlich ähnlich. Wenn du blockst oder getroffen wirst, füllt sich deine Racheanzeige. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie sich die Rache bei dem Samurai-Kämpfer ergibt und wie die sich auffüllt. Also hier wird ja auch geschrieben, durch nur blocken oder wenn wir getroffen werden, also durch angreifen, können wir keinen Racheleister auffüllen. So, da ist sie auch gleich voll. Ich bin ja mal gespannt, wie der jetzt abgeht. So, schauen wir mal. Bam. Bam. Bam.
Bam, bam. Okay, die ist ziemlich kurz, die Rache. Aber sehr effizient. Okay. Ja, auch nicht schlecht. Ja, dann haben wir das Training mit ihm abgeschlossen. Ja, wie beim Wikinger werden wir jetzt mal schauen, wie wir uns mit dem so schlagen. Wenn es wirklich ernst zugeht. Wir haben ja am Anfang, wenn wir uns jetzt wieder hier hinstellen, versuchen hier die Verteidigungsbase ein bisschen zu halten. Und dann gehen wir ein bisschen runter in die Massen. Da ist schon erste. Okay, das Schöne ist, er ist halt schnell. Er ist nicht gut in der Verteidigung, habe ich das Gefühl, sondern er baut auf die Geschwindigkeit auf. Aha. Das ist, also eigentlich würde ich ja sagen, der Wikinger ist eher so mein Fall, weil er halt einfach so diese massiven Schläge hat. Das mag ich eigentlich. Ah, aber das ist, glaube ich, doch mehr mein Fall hier. Dieses Schnelle. Ich weiß nicht. Weil ich bin ja doch eher so ein Typ, der einfach so draufhauen will. Ich finde das Verteidigungssystem saugeil, aber hier, das ist halt wirklich sehr, sehr, sehr angenehm zu spielen. Vielleicht eher was für Anfänger. Wenn man den Verteidiger aber halt dann richtig, also den Großen dann gut spielen. Oh. Das kam unerwartet. Zwei von hinten. Ist hinter dir, Mann. Oh, die töten. Jetzt hat sie uns. Okay. Das war dann jetzt nicht so lang. Das war jetzt etwas ungünstig, dass die uns von hinten erwischt hat. Ja, aber richtig geil auch. Also wirklich von der Schnelligkeit her wirklich sehr schön zu spielen. Und ja, jetzt bin ich ja ein bisschen ratlos, weil eigentlich wollte ich ja den Wikinger spielen. Also wenn ich ihn spielen, also wenn ich das Spiel spielen würde. Jetzt bin ich ja dann doch eher so der Richtung Samurai. Vielleicht so die Mischung von Schnelligkeit und ja, Schnelligkeit und Stärke. Aber mal gucken, wie sich der Ritter schlagen wird, beziehungsweise die Ritterin. Ja, das sehen wir dann im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn das der Fall ist, lasst einen kleinen Like da. Und ich sage, ciao, ciao.